Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Angespielt hier auf dem Kanal. Ja, wie ihr sehen könnt, ich spiele Resident Evil 7. Das wurde sich in den Kommentaren gewünscht. Gehen auch gleich mal auf Spiel starten, fortsetzen. Gibt es nichts, Spielladen gibt es auch nichts, Zusatzinhalte und sowas alles, das können wir uns später mal anschauen. Option, Kamera schwanken, ich würde gern, zurück. Ich würde gern mal schauen, wegen den Untertiteln, okay, die habe ich an. Helligkeit, so ja, relativ dunkel sein. Ich mache es mal hier so in die Mitte, dass ihr bei YouTube auch relativ noch gut mit schauen könnt. So, die Spielbildschirmeinstellung anpassen. So, ist gespeichert, denn starten wir gleich mal in das neue Spiel rein. Schwierigkeitsgrad normal. Hey Baby, ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht, ich komme bald nach Hause, yay! Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein. Und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Achso, das ist unsere Frau. Okay. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schicke dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Achso, wir sind jetzt gerade bei der Mia. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht... Such mich nicht! Hey, hier, ist Ethan. Oh hey, alles in Ordnung? Du warst auf einmal verschwunden? Ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie ist zurück. Sie wurde gefunden? Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja, ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi. Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Okay. Achso, wir können uns jetzt hier einfach nur umschauen. Also das ist ja wirklich heftig. 3 Jahre war jetzt seine Frau verschwunden. Oder unsere Frau verschwunden. Und... Ja, erst sagt sie, wir sollen sie nicht suchen. Jetzt sollen wir sie doch holen kommen. Na, da wird doch bestimmt irgendwas im Busche liegen. Oder zumindest im Busche sein. Hier sollte es sein. Ja. Ah, ich habe auch gleich eine Trophäe erhalten. Sie lebt. Hier können wir nicht lang. Also scheinen wir auch nicht an den Kofferraum ran zu müssen. Das hier ist unser Auto. Ist natürlich ein ganz schicker Oldtimer, hätte ich mal so gesagt. Ja, wo müssen wir denn jetzt hier lang? Wir folgen einfach mal dem Weg. Okay, mit R3 kann ich crouchen. Okay, also mit L1 anscheinend so. Mit R1 nicht und mit R2 auch nicht. Okay, und mit Dreieck. Wartet kurz. Also ich will mich kurz in die Steuerung fuchsen. So, also... Ah, hier können wir Schnelltasten belegen. Geh mal kurz ein Stückchen weg. So, hier haben wir auch gleich schon was drin. E-Mail von Mia. Ein Ausdruck einer E-Mail von ihrer Frau Mia, die seit 3 Jahren vermisst wird. Können wir löschen oder anschauen? Die schauen wir uns nochmal an. Von Mia Winters. Gesendet Dienstag, 18. Juli 2017, 23.04 Uhr. An Ethan Winters. Divey Luciana Baker Farm. Komm und hol mich.
Okay. Sonst ist hier nichts weiter drin. Das scheinen wir mit Mia zu sein. Gut, unsere Aufgabe ist, denn auch Mia finden. Gut, mit den anderen Sachen kann ich noch nichts anfangen. Ich frage mich nur gerade echt, Hinweise ansehen. Touchpen. Mia finden. Aktuelle Position liegt da. Akten, das ist das, was wir ja von Mia gefunden haben. Legende. Haben wir noch nicht viel freigeschaltet, okay. Na gut. Also was ich zu dem Spiel sagen kann, ich persönlich habe es selbst noch nicht gespielt. Ich hatte damals, als das Spiel rausgekommen ist, von Gronkh das Let's Play geschaut gehabt. Und weiß auf jeden Fall, dass hier gleich auch irgendwo noch ein Typ rumlaufen müsste. Okay, an der Klinge geht keiner ran. Das Tor ist verschlossen mit einer Kette. Okay, dann müssen wir jetzt bestimmt einen Bolzenschneider suchen. Weil hier ist ja auch noch ein Weg lang gegangen. Ah, okay, mit L3. Ich wollte gerade schon sagen, ob wir nicht noch schneller laufen können. Hier ist auch noch ein Auto. Ich will mich natürlich schön umschauen, ob wir eventuell schon was finden. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass wir gleich am Anfang irgendwie schon eine Waffe oder sowas finden. Ich glaube auch Resident Evil 3, das war ja nicht so wie die anderen Resident Evil Teile. Resident Evil 7 ist nicht so wie die anderen Teile. Hier ist ein Van. Okay, also ich muss nichts anderes machen, außer einfach nur X drücken. Siva Gators. Episode 17, Projektvorschlag. In ein Geisterhaus von Louisiana schleichen. Was steht da? Okay. Achso, na gut. Schließt sich uns an. Gut, weiter aufmachen. Können wir es nicht. Gut. Ansonsten hier in dem Van finden wir auch nichts weiter. Dann gehen wir mal weiter. Nimm ihre Gabe an. Okay, ich quatsch mal hier ein bisschen. Wie gesagt, ich weiß auf jeden Fall, dass wir hier in dem Wald schon den ersten Typen begegnen. Aber ich weiß nicht so genau, wo wir den begegnen. Ist das schon hier? Oh, ich hasse solche Spiele, ne, die ich noch nicht gespielt habe. Ah. R3 aufstehen. Will ich das denn auch? Ah, da ist er. Ja, da ist er. Da war der Typ. Ich glaube, so ein bisschen insgeheim zeigt er uns auch den Weg, den wir gleich lang müssen. Aber er ist schon weg, okay. Gut, da unten kommen wir nicht lang. Können wir jetzt mal ein bisschen schneller gehen. Er ist ja jetzt weg. Es ist wie bei Dead by Daylight, ne? Wenn man als Survivor irgendwo lang gegangen ist. Oder als Killer und dann spawnen die Krähen da wieder. Müssen wir da drunter durch? Ja, ich glaube, wir müssen hier drunter durch. Okay, was haben wir hier? Das sind Beine, aber von was für ein Tier? Weiter interagieren können wir damit auch nicht. Okay. Gut, das heißt, wir müssen hier drunter durch. Ich werde da schon nicht, also ganz ehrlich, ich liebe meine Frau auch über alles, aber ich wäre da gar nicht erst drunter durchgegangen. Bin ich ganz ehrlich. Ich hätte mich wieder in mein Auto gesetzt, hätte mich verpisst. Liebe hin oder her. Das Wasserturm, hier ist auch ein kleines Haus. Und hier müssen wir runter, da wurde auch irgendwas verbrannt. Okay, was liegt hier? Eine Handtasche. Das ist doch bestimmt die von unserer Frau. Ja. Führerschein. Aha, Trophäe habe ich erhalten. Also die Trophäe Eis-Aha. Gut.
Dann will ich mal weiterlaufen. So, hier haben wir sonst nichts weiter. Ich finde, die Kamera geht mir persönlich, ich gucke dann gleich nochmal in den Einstellungen nach, geht mir persönlich ein bisschen zu langsam mit dem Umschauen und sowas. Das nervt mich. Hier können wir nicht rein. Schade. Ich dachte gerade, da steht einer. Das helle Licht da. Steht eine Sackkarre. Hier ist die Tür geöffnet. Ah, die geht doch bestimmt gleich hinter uns zu, oder? Ja, sag ich doch. Können wir die Taschenlampe auch selber an- und ausmachen? Nee. Aber hier Führerschein. Mias Führerschein ist mit einer seltsamen schwarzen Substanz überzogen. Okay, weiter drauf. Irgendwelche anderen Sachen drauf erkennen. Können wir nicht. Okay, da scheint die Taschenlampe auch selbst zu öffnen. Okay, hier ist sonst nichts weiter. Ja. In alten Gebäuden ist es ja so üblich, dass dann das hier drinne knatscht und sowas alles. Ja, also wir brauchen auf jeden Fall einen Bolzenschneider auch vorne für die Tür, dass wir da halt durch... War ich das? Ach, das bin ich mit den Dosen hier. Schon sagen. Was ist hier? Ich erkenne es nicht richtig. Auf jeden Fall ein Foto. Ein verbranntes Foto, okay. Achso, dafür brauchen wir, glaube ich, einen Schraubenzieher. Na gut, was haben wir hier? Oh, Mist! Mist! Boah, das ist ja echt abartig ekelhaft. Also hier würde ich nicht essen wollen. Bin ich ganz ehrlich. Oh, man kennt es ja nicht anders. Ich weiß ja nicht, ob ihr damals, oder zumindest, ob ihr auch ab und zu mal in Lost Places geht und sowas. Da hat man das ja auch manchmal... Ein Krähenkopf. Okay. Da hat man das ja auch manchmal, dass bei manchen das Place noch Essen und sowas auf dem Tisch steht. Aber ich habe noch nie sowas Widerliches gesehen. So. In 2 Jahren mehr als 20 vermisste Personen. Na, das klingt ja schon mal vielversprechend. Also der Ethan, der ist aber auch ganz schön laut. Muss ich schon mal zugeben, ja. Während er hier sitzt. Hier rumläuft. Ja. Kühlschrank ist auch eklig, was hätte man da sich auch denken können? Klimpert die ganze Zeit irgendwas? Okay, also wir brauchen definitiv einen Schraubenschlüssel. Dachboden. Wir brauchen definitiv einen Schraubenschlüssel. Hier ist nichts. Und ein Bolzenschneider. Ah ne, ich werde mich erstmal hier unten weiter umschauen. Nach oben gehen wir gleich. Haben wir hier drin? Auch nichts Besonderes, okay. Das Licht geht immer so langsam. Okay. Ja, ich würde die... Okay. Hinter verschlossenen Türen. Jetzt haben wir wieder ein Trophäe ein. Also, ist das unsere Frau? Steht nichts dahinter. Also wir kriegen am Anfang ganz schön viele Hinweise. Da liegt eine Frau auf dem Boden. Und das ist der Typ, den wir draußen eben gesehen haben. Okay. Und hier fehlt eine Sicherung, die haben wir auch noch nicht. Spielt er jetzt da drauf? Erinnert mich gerade ein bisschen an Until Dawn. Den ganzen zufälligen Sachen, die immer irgendwie passieren. Okay, und hier ist ein Gefängnis. Ich glaube, ich will nicht wissen, was das ist hier. Das sind wohl die Eigentümer. Okay, das Foto können wir uns nicht mehr genau anschauen. Aber das ist die Mutter, Tochter, Sohn. Und das ist bestimmt der Typ, den wir eben draußen gesehen haben. Okay, hier haben wir einen Fernseher.
Ah, okay, also wir müssen auch noch eine Videokassette. Alter, wir müssen hier aber am Anfang ganz schön viel finden. Eine Sicherung. Videokassette. Videokassette und Schraubenzieher. Okay, also wir müssen definitiv hoch zum Dachboden. Da führt kein Weg dran vorbei. Was haben wir hier? Nee. Das ist einfach nur ein Schalter. Ach, hier können... Achso. Verfallenes Haus. Oh, und hier können wir speichern. Das ist ja schon mal sehr gut. Ja. Sehr schön. Haben wir das Spiel jetzt schon mal gespeichert? Okay, gut. Die Videokassette haben wir. Hier ist sonst... Hier ist noch eine Tür. Die ist verbunden mit nix. Okay. Ist das überhaupt eine Tür? Nee. Ich hatte erst gedacht, weil die manche Dachböden, die haben ja dann auch noch so eine extra Tür. Und ja, da hatte ich jetzt gedacht, dass die Tür, ja, dass es so eine Tür ist, die man dann halt aufmachen kann. Eventuell, aber geht ja leider nicht. Und die Tür machen wir natürlich wieder zu. Und schauen uns jetzt das Video an. Verfallenes Haus, eine Videokassette. Die Aufschrift lautet Verfallenes Haus, Dalwe, 1. Juni. Wann sind wir denn hierher? Welches Datum haben wir denn gerade? Clancy James. Okay. 2017 war das. Ich weiß nur nicht, welches Jahr wir jetzt gerade da sind. Wo hast du diesen Typen her? Mach mal halblang, Pete. Hey! Ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Okay. Also wir sind jetzt anscheinend der Kameramann. Typ? Ich seh's nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren, danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewergators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Okay. Schauke bewegt sich von allein. Gut, das ist ja jetzt nicht unbedingt unüblich. Na, wenn es abends ist, vielleicht ist es doch gerade windig. Okay, los geht's. Mach mal Platz da. Verschlossen. Nach dir. Warum sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Dieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Das weißt du nicht. Das wirst du aber gleich noch erfahren. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Worum geht's hier, André? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Ah, die sind den gleichen Weg reingegangen wie wir. Herr Clancy, mach davon Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Okay. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Okay, die ist auch verschlossen. Ach, Mist! Warum Projektvorschlag. Ich habe die guten Schuhe angezogen. Okay. Oh, Scheiße. Gut, dass ich geimpft bin. Gut, hat er gesagt, wir sollen das hier alles aufnehmen. Nehmen wir den Krähenkopf hier auch auf. André, was ist das? Oh, der ist hier gar nicht drin, ne? André? Oh, jetzt haben wir das gar nicht. Scheiße, jetzt haben wir das gar nicht mitbekommen. Der André ist. Nee, keine Ahnung. Geister im Bojov gesichtet. Ich bin ja mal gespannt. Also, wir haben ja jetzt den Kühlschrank hier offen gelassen.
Und das ergibt gar keinen Sinn, weil wir ja mit Ethan, nicht Clancy, jetzt sind wir ja gerade Clancy. Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy, du bleibst bei mir. Oh, na, danke schön. Ja, weil wir ja mit Ethan eben auch nochmal die Tür geöffnet hatten. So, ich gehe jetzt hier trotzdem nochmal rein. Ich glaube, unsere Aufgabe ist hauptsächlich, dass wir mit ihm... Was war das denn? ...bei ihm bleiben. Hast du es gehört? Ja. Geh doch rein. Andre! Wo zum Teufel ist der? Machen die das gerade mit Absicht oder soll das so sein? Dass er jetzt verschwunden ist. Mir relativ Andre, unsicher. Wo bist du, Mann? Ah, und die ganzen Sachen, die wir eben eingesammelt haben, die sind noch nicht da. Die hat auch schon die Fuse gefehlt. Was zur Hölle? Ach so, deswegen müssen wir uns die Videokassette anschauen. Soll das ein verdammter Witz sein? Da ist noch ein Durchgang. Okay, neuer Plan. Wir finden André und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Ja. Ach so, der durch. Okay, krass. Der Durchgang ist hier, wo ich gerade bin. Ich hatte gedacht, dass das jetzt sich irgendwie so husch nach hinten geht oder nach unten oder so. Okay. Das ist eine Leiter. Ja, viel Spaß, geh mal vor. Okay. Du zuerst. Nee, du. Brauch eine nette Einstellung wie ich. Die Leiter runterkommen. Also, nee, du zuerst. Nee, du gehst zuerst. Ist das dein Ernst jetzt? Ach jo, jetzt müssen wir auch noch... Das ist jetzt nicht sein Ernst. Och nee, jetzt müssen wir auch noch zuerst gehen. Ah, so ein Arschloch. Ja, dann komm mal... Na, dann komm runter. Na, komm noch runter. Ich sehe gar nichts. Nix. Oh, jetzt hab ich mich erschrocken. Andre? Geht's dir gut? Ih, der war da gerade an dem Teil da dran. Also der hat da dran genuckelt. Oh nee. Na toll. Na, schöne Scheiße. Okay, dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, was mit den Sewergators passiert ist, weshalb der Wender auch noch steht. Mann! Okay, die Videokassette, die tragen wir jetzt anscheinend mit. Aber wir wissen jetzt einen Weg, wie wir da hinkommen. Und zwar öffnet sich das hier. Wenn man sich das mal so anguckt, fällt es aber wirklich nicht auf. Okay. Gut. Bisschen Angst, aber... Ich hätte sowieso gesagt, dass wir das alles in der nächsten Folge machen, den Hebel betätigen und. Ich weiß nicht, wie lange das Angespielt-Projekt gehen wird. Eventuell so 2-3 Folgen lang. Ich hoffe trotzdem, dass euch diese Folge gefallen hat, auch wenn wir noch nicht so viel Spannendes erlebt haben und auch noch nicht so viel gesehen haben. Und dass ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Also, schöne Woche noch.